Fantastic. Guten Tag, willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans. Mir fehlt immer noch ein bisschen heiser, natürlich. Ich muss nur gucken, dass ich nicht allzu viel husten muss in dieser Episode. Ich habe jetzt mal heute mich entschieden, mal wieder mit Facecam aufzunehmen und wir wollen mal gucken, verteidigen. Was ändert sich eigentlich durch das Update beim Verteidigen? Ich habe mir deswegen einfach mal eine Pokalbase gemacht. Es ist meine Clan-War-Base und sehen nach dem Update alle Bases so aus wie meine jetzt? Haben wir da nur noch Pokal-Bases? Haben wir nur noch Hybrid-Bases? Das wollen wir mal rausfinden und werden wir öfters angegriffen, als wir jetzt angegriffen werden? Wie ändert sich das, wenn wir zum Beispiel jetzt ein Schild haben? Wir kriegen ja jetzt relativ leicht ein Schild. Das wird dann ja nicht mehr der Fall sein. Wie wird es sich ändern? Also, ich habe mir diese Base mal rausgesucht, hab sie mal aktiviert gehabt und wurde genau einmal richtig angegriffen. Und wir wollen mal reinschauen von Empire Kingdom. Aber auch richtig angegriffen natürlich wieder, ne, in Anführungszeichen. Im Grunde natürlich wieder auch nicht. Im Grunde auch nicht richtig angegriffen, denn man muss ganz ehrlich sagen, was er macht, einfach in diesem Fall, einfach er überschätzt sich einfach nur selber maßlos. Und ich habe eigentlich auch nur 3000, ich habe 3084 Dunkles, ja. Was macht er denn da? Ich habe 3084 Dunkles anzubieten, was er eh nicht kriegt, weil es in der Mitte steht. Ansonsten, die Minensammler sind halt leer. Bam, schön in die Riesenbombe reingelaufen. Süß, Level 1 und Level 2. Er setzt immer weiter. Komm, setz die Clan-Truppen auch noch. Setz doch bitte die Clan-Truppen, komm. Setz doch die Clan-Truppen, das schaffst du noch. Setzt er sie noch? Ah, er hat sie sich nur übrig gelassen. Ja, 20% sehen dann alle Angriffe so aus, nach dem Update auf unsere Bases. Wer weiß. Ja, wir wollen mal drauf gucken, was sich denn ändert und wollen mal noch... Gestern war echt so ein geiler Tag. Ich habe die ganze Zeit gefarmt wie ein Weltmeister, ohne Scheiß. Es lief richtig gut. Ansonsten, was habe ich sonst noch gehabt? Ja, wir suchen einfach mal noch einen Gegner raus. In der Zeit, wir können ja mal gucken, wie es sich denn verändern könnte. Also aktuell bekommst du natürlich ein Schild, wenn dein Rathaus zerstört wird oder bei 40% bekommst du ein Schild. So weit, so gut. Dann, nach dem Update, ein 12-Stunden-Schild bekommst du bei 30% Zerstörung. Ein 14-Stunden-Schild bei 60% Zerstörung und ein 16-Stunden-Schild bei 90% Zerstörung. Kommt aber noch hinzu, wenn der Gegner nicht mindestens ein Drittel der Army, beziehungsweise der vollen Armeekapazität setzt, ausgehend dann auf deinem eigenen Rathaus-Level, bekommst du überhaupt kein Schild. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist der Nachteil, ne? Großer Nachteil, du bekommst nicht mehr so einfach ein Schild wie vorher. Ganz klar. Das ist jetzt wirklich erstmal jetzt auf die Nachteile. Also du kommst nicht mehr so einfach ein Schild. Der Gegner muss mindestens erstmal ein Drittel der Armeekapazität setzen, basierend auf deinem eigenen Rathaus. Aber du kannst angreifen, wenn du ein Schild hast, ohne es zu brechen. Das ist zum Beispiel sowas, ne? Das Rathaus ist so ein bisschen geschützt. Wir nehmen ihn jetzt trotzdem mal eben mit. Da zwei hingesetzt. Mal gucken, was passiert. So, dann da noch zwei hingesetzt. Ich setze jetzt einfach mal die Zauber, ist jetzt mal egal. Oh, fast haben wir ihn sogar. Und da noch einen. Jetzt locken wir mal, dass wir in die Mitte reinkommen irgendwie. So, die noch schnell hinterher. Und ja, das ist wie gesagt, Vor- und Nachteile. Dann natürlich der Village Guard. Den Village Guard darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Den gibt es ja auch noch. Village Guard bedeutet ja so viel wie, du hast dann erstmal, wenn dein Schild ausläuft, 15 Minuten, in denen du nicht angegriffen werden kannst, weil es so quasi so tut, als wärst du online. Ja, ist dann die Frage. Und die 5 Minuten darf man natürlich auch nicht vergessen. Die 5 Minuten, in denen du auch nicht angegriffen werden kannst, wenn du quasi, wenn du das Handy ausmachst. Ne? Das ist ja sozusagen dieser Inaktivitätsschutz, dass du 5 Minuten überhaupt nicht angegriffen werden kannst, auch wenn du dann wirklich gar nicht mehr im Handy bist. Oh, süß, da kommen Riesen aus der Klarburg. Ich setze mir trotzdem mal den Zauber. Es wird nämlich die Queen gleich mega unter Beschuss genommen. Das gefällt mir gar nicht. Ah, Queen! Queen, verteidige dich! Queen, los! So, aber dann sonst noch was? Kriegen wir noch den Bonus? Ja, rein theoretisch kriegen wir den Bonus schon noch. Oh, das Dunkle nehmen wir natürlich auch noch mit. Ja, yeah, Dunkles, ja. Was haben wir denn sonst noch?
Dann natürlich noch, das Rathaus zählt ja dann ab jetzt auch als, das zählt jetzt auch als Ressourcengebäude, ne? Auch ganz wichtig. Wie wird sich das denn ändern? Wie wird sich das auf das Spiel auswirken? Auch ganz interessant. Dann werden ja sich die Base natürlich auch ändern. Viele werden eine Hybrid-Base nehmen, wo sie jetzt vielleicht eine, ja, wo sie vielleicht jetzt eine Farming-Base hatten, weil du ja wirklich, wie gesagt, auch überhaupt kein Schild mehr bekommst. Und das mussten die dann auch machen mit dem Ressourcengebäude, denn sonst hätte es ja keinen Sinn gemacht. Jetzt hätte die Änderung vorher keinen Sinn gemacht. Aber nochmal zurückzukommen. Also es ist wirklich in meinen Augen ein Riesenvorteil, dass du wirklich angreifen kannst, wenn du ein Schild hast. Bedeutet angenommen, ich farme jetzt hier, ne? Ich farme jetzt hier. Wir müssen gleich mal gucken, wie viel ich jetzt hier effektiv gefarmt habe. Wahrscheinlich jetzt gar nicht mal so viel, wie ich es mir eigentlich vorgenommen hatte, aber immer ein bisschen Dunkles dabei, ist ja auch egal. So ein kleiner Angriff jetzt im Video, ohne jetzt großartig noch länger zu suchen. Ja, war jetzt okay, ne? 220.000, 125.000 und so weiter. Bonus noch dabei gekriegt. Hätte den gleichen Bonus bekommen wie auch beim Update. Ich habe ein bisschen über 50% zerstört, bekomme also 70% des neuen Bonuses. Ne, 80, ne? 80% des neuen Bonuses und ja, das entspricht ja ungefähr dem, was wir jetzt haben. Bedeutet. Also, nochmal, ich muss echt nochmal drauf zurückkommen. Also, du kannst, angenommen, der Angriff war jetzt gerade fertig. Ich würde jetzt offline gehen und mich greift dann tatsächlich jemand an, zerstört mich zu. Das ist auch wieder so. Das ist halt die riesige Scheiße, ne? Dich zerstört dann einer. Dich zerstört dann einer zu 30%. Du kriegst dann ein Schild, dann hast du aber auch schon wieder. Dann hast du wieder einige Ressourcen weg. Ne? Dann hast du einige Ressourcen weg. Und du hast aber ein 12-Stunden-Schild. So. Dann komme ich wieder online. Und hab dann das Schild. Und kann angreifen. So, der erste Angriff, den ich mache, der raubt mir 4 Stunden von meinem Schild. Der zweite Angriff raubt mir 5 Stunden. Sind wir schon bei 9. Ich glaube, der dritte raubt mir sogar 8 Stunden. Das heißt, ich kann zweimal angreifen. Ich kann genau zweimal angreifen. Das bedeutet, die Angriffe, die ich dann mache, die werden auf jeden Fall wichtiger. Da kannst du nicht ein... Wenn du das Schild wirklich nicht brechen willst... Ja, das ist sogar gar nicht mal so... Ist gar nicht mal so dumm, die... Gar nicht mal so dumm, diese Technik. Oder gar nicht mal so dumm, diese Neuerung. Du hast 12-Stunden-Schild. Du kannst zweimal angreifen. Musst dir aber überlegen, musst dir genau überlegen, wen greife ich denn jetzt überhaupt an? Weil du ja nicht willst, dass dein Schild weg ist. Du hast so diese 2 Angriffe, bevor das Schild weg ist. Das heißt, du musst dir genau überlegen, was du machst. Und das könnte natürlich dann auch nochmal eine neue Komponente ins Spiel reinbringen, dass du dann halt ein bisschen genauer überlegen musst, wen greife ich denn jetzt an, damit du dann dein Schild behältst. Ich will jetzt aber mal eben wieder die Base ändern, denn sonst... Die Base, die wir müssen hier links sehen, ist schon eine Rathaus 11 Base, die ich mir gebaut habe. Die kann ich demnächst mal zeigen. Da habe ich schon so ein bisschen versucht, Rathaus 11 zu adaptieren, dass man so ein bisschen schon mal in die Richtung geht von Rathaus 11 oder so. Na, müssen wir mal gucken. Dass ich die bald mal zeige oder so. Auf jeden Fall. Ja, das ist echt... Diese ganze Schildsache ist echt schon... Kompliziert wird es ja erst, wenn du ein Schild... Wenn dein Schild aus... Nee, warte, wenn du gekickt wirst nach den 3 Stunden, wenn dein Personal Break Timer vorbei ist, du wirst gekickt, dann wirst du nicht angegriffen, kommst du da rein. Dann wirst du noch wieder nicht angegriffen, dann kommst du da rein. Diese Sachen, die finde ich noch zu kompliziert. Und ist natürlich die Frage immer auch immer, welches Rathaus bist du denn? Ne, bist du ein Rathaus... Alter, diese Fragezeichen, ey. Wie nennt man die? Kann man sich Fragezeichen nennen? Auf jeden Fall. Ja, das ist ja die Frage, wie ist das denn pro Rathausgröße? Ist das jetzt hier, was wir jetzt hier sehen, zum Beispiel ein typischer Angriff? Du greifst einfach richtig an. Du nimmst überhaupt nicht mehr... Pff, keine Ahnung. Du versuchst jetzt hier... Ja, ja gut, er versucht jetzt wahrscheinlich aufs Dunkle zu gehen. Dann natürlich noch der Village Guard. Ne, Village Guard 50... Village Guard 15 Minuten. Also bis Champions League. Also Champions League hat dann schon 30 Minuten Village Guard. Kannst du dann auch währenddessen angreifen, während du den Village Guard hast. Das ist natürlich auch nochmal eine Komponente. Aber es kommt auch auf das Rathaus an. Also ein Rathaus 7er wird dann wahrscheinlich anders nach dem Update angreifen als ein Rathaus 8er, als ein Rathaus 9er, als ein Rathaus 10er, als ein Rathaus 11er. Weil du ja, desto niedriger du bist mit dem Rathaus, sagen wir mal ehrlich, wenn du ein Rathaus 7er bist und es kommt ein Rathaus 9er daher, der wird dich immer komplett zerstören. Das ist halt so die, das könnte ein Problem werden, finde ich. Denn du musst überlegen, da hast du 90% Zerstörung oder höher kriegst du 16-Stunden-Schild. Ah, ja, weiß ich nicht. Gehen 4 Stunden ab beim Angriff, gehen 5 Stunden ab beim Angriff, gehen 8 Stunden ab. 13, 17, hast du 3 Stunden, also hast du 3 Angriffe, kannst noch, hast immer noch eine Stunde Schild übrig.
ist es das wert, ne? Ob du dann mit deinen drei Angriffen die Verluste wieder reinholen kannst. Und dann natürlich noch wieder die Komponente, du hast da noch ein zusätzliches Lager mit dem Rathaus. Wie machst du das dann? Da werden es dann wirklich mehr Hybrid-Bases? Ich weiß, so wie auf dem Thumbnail, da habe ich einfach mal die Lager quasi das von der Clanburg auf das Rathaus draufgepackt. Ich meine, das wird nicht passieren. Aber, ne, wir werden sehen, ob das Rathaus sich dann irgendwie, ob es sich doch noch ändert. Also es wird auf jeden Fall nicht diese hier von der Clanburg, diese kleinen Mini-Lager draufbekommen. Aber es ist halt auch die Frage, ne? Angriff hat ja gestern schon gesagt, wie sich das alles ändern wird. Heute Verteidigung. Ich denke mal, bei der Verteidigung wird sich einiges ändern, vor allem für die Low-Rathäuser. Es wird spannend. Es wird spannend, es werden interessante Zeiten. Ich bin sehr gespannt, wie es sich entwickeln wird. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen, eine positive. Wie gesagt, ich bin auch noch ein bisschen heiser, tut mir leid. Wenn meine Stimme noch ein bisschen komisch klingt, aber ich arbeite dran. Heute musste ich auch nur 5 Huster rausschneiden. Ja, gestern waren es noch 20. Also, wir sind auf dem Weg der Besserung und würde mich sehr freuen, wenn ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreibt. Was glaubt ihr, wie ändert es sich? Ich habe ja gesagt, es wird taktischer, ne? Dadurch, dass du wirklich gucken musst, wenn du das Schild brichst, weil wenn du das Schild brichst, hast du immer wieder die Gefahr, du wirst richtig angegriffen, weil du wirklich halt schwieriger an ein Schild kommst. Deswegen, danke fürs Zuschauen, bis demnächst, macht's gut, ciao.